Zu einem doppelten Festakt lud der Verein gegen Vergessen für Demokratie am 30. Oktober 2011 in die bremische Bürgerschaft ein. Es galt, zwei Preise für den herausragenden Einsatz für demokratische Kultur und Zivilgesellschaft zu verleihen. Nach der Begrüßung durch den Gastgeber und Präsidenten des Hauses, Christian Weber, brachte Joachim Gauck als Vorsitzender von Gegen Vergessen für Demokratie zunächst auf den Punkt, was bürgerschaftliches Engagement auch in diesem Rahmen für ihn bedeutet. Wir sind das Volk, die wir hier sind, weil wir uns entschlossen haben, aktiv mitzuwirken und einzugreifen. Und zwar nicht nur, wenn wir ein Amt haben, wir haben unter uns viele Menschen, die auch politische Ämter, auch hohe und höchste bekleidet haben, aber auch jeder Mann hat begriffen, wir wollen uns für zuständig erklären. Das ist das Grundprinzip des bürgerschaftlichen Engagements. Im Anschluss präsentierte die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Schmalz-Jakobsen die Preisträgerinnen und Träger des 2010 ins Leben gerufenen Jugendpreises. Der diesjährige Waltraud-Netzer Jugendpreis geht an das Theaterprojekt Mölln nach Mölln des Vereins Miteinander leben. Im Rahmen dieses Projekts haben Jugendliche selbst ein Jahr lang unter der Leitung der beiden Theaterpädagoginnen ein Bühnenstück erarbeitet, das die Brandanschläge auf zwei von türkischen Familien bewohnten Häusern zum Thema hat. Für die jungen Leute ist das Geschichte. Sie mussten sich also in die Erinnerung anderer Menschen hineinfühlen. Die jungen Leute haben ihr Projekt nicht nur mit Ernsthaftigkeit begonnen, sondern was mir besonderen Eindruck gemacht hat, sie haben es dann mit Zielstrebigkeit und Engagement durchgehalten und zum Erfolg geführt. Die von den Gesundheitsbetrieben Dr. Nikolaus Netzer gestiftete Auszeichnung nahmen Initiator Marc Sauer, Vorsitzender des Vereins Miteinander leben, sowie die beiden Theaterpädagoginnen Nadeshda Gerd und Annika Groß gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Mölln und den jungen Laienschauspielerinnen und Schauspielern entgegen. Diese zeigten sich bewegt. Ich hätte nie gedacht, dass dieses Stück, die Mölner Brandanschläge, dieses Thema, solch eine Anerkennung findet. Zudem war ich sehr überrascht darüber, wie emotional dieses Thema auch für uns wurde. Für ein musikalisches Zwischenspiel sorgte das Quartett Quattro Palos, bevor es schließlich Zeit war für den zweiten Höhepunkt des Vormittags, die Verleihung des Preises gegen Vergessen für Demokratie an den Schriftsteller Rafik Shami. Er wurde damit für seinen großen schriftstellerischen Einsatz für Freiheits- und Minderheitenrechte sowie für einen respektvollen Dialog der Kulturen geehrt. Die ehemalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß in ihrer Laudatio: Kunst muss, und sie tut es, wenn sie gut ist, den Mut zur eigenen Meinung stärken. Und darin liegt die Freiheit, die überhaupt erst Frieden ermöglicht, weil eine offene Debatte in einer demokratischen Gesellschaft das Einzige ist, was Kriege verhindern kann. Manches Mal führt der Weg, gehört zu werden, über ein lebenslanges Exil, wie bei Rafik Shami. Der Erfolg seiner Werke hat ihn aber auch in den arabischen Ländern hörbar werden lassen. Kunst kann Totalitarismen, Unfreiheit, Ungerechtigkeit aufdecken und ihnen eine laute und deutliche Absage erteilen. Rafik Shami tut dies mit besonders charmanter Schärfe. Danke dafür. In seiner Dankesrede erinnerte Shami auch an die Menschen in seinem Heimatland Syrien. Ich danke der Jury für den wunderbaren Preis gegen Vergessen und für Demokratie. Er ist für mich wie ein Geschenk des Himmels. Denn seit Ausbruch der Revolution in meinem Land am 15.03.2011 betrachte ich es als meine erste und größte Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Westen die tapferen Frauen und Männer in meinem Land nicht vergisst, die mutig mit offenen Händen der brutalen Gewalt des syrischen Regimes Widerstand leisten. Die Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer ganzer Völker ist wiederum der schlimmste Feind von Freiheit und Demokratie im eigenen Land. Die Gleichgültigen spüren nicht einmal, wenn Demokratie und Freiheit im eigenen Land gefährdet sind. Ich muss dem Westen nicht zeigen, was nahe liegt und machbar ist. Er weiß das. Offene und mutige Solidarität. Es wäre rettend für die syrische Revolution, wenn der Westen deren Führung, den Nationalrat, einladen, anhören, kritisieren, ja, kritisieren und bestärken würde.
Das von der Frauke Weber und Rainer Brahm Stiftung zur Verfügung gestellte Preisgeld will der Schriftsteller an verschiedene gemeinnützige Einrichtungen spenden. Für alle Beteiligten war die Festveranstaltung nicht nur ein gelungener Vormittag vor der historischen Kulisse des Bremer Marktplatzes, sondern vor allem auch ein Anlass, miteinander ins Gespräch zu kommen. Über Engagement und Verantwortung.